So, willkommen zurück bei einer weiteren Episode von Foundry. Wir machen Maschinen weiter. Heute das Ziel, wirklich das Ziel, Science Packs zu machen. Die nächsten. Hier wollte ich Maschinenparts machen. Das heißt, eigentlich, dass das jetzt im Weg ist. Und ich... Ich finde es weird, dass die Sachen unterschiedlich viel länger brauchen. Aber ich habe eine Idee. Und zwar, ich werde einen Ofen ungefähr hier hinbauen. Das war das Ding. Panel machen wir hier links. Machen wir auch von dem hier links. Genau, so. So, dann möchte ich von dem Ofen das einfach straight da rein. Was ich noch gucken wollte, das kann ich an jedem Gerät, glaube ich. Die Balancer brauchen die auch? Nein, die Balancer brauchen nichts. Hier komme ich rein. Ich setze den Ofen noch eins weiter nach rechts. Also hier hin. Denn dann kann ich hier habe ich noch einen Balancer? Ja, ich habe noch. Kann ich hier dran vorbei, genau, die Ferritplatten machen. Intake, Output. So. Achso, für die Machinery Parts brauche ich ja noch was, ne? Ich will die gleich mal aus. Achso, nein, für die Machinery Parts brauche ich nur die. Und dann kann ich hier entlang gehen. Und perfekt, dann gehen hier die raus und ich mache schon der Mitte. Ja, ich mache schon der Gebäudemitte. Und ich mache noch ein paar Belts. Hier rum. So. Dann gehen die Machinery Parts auch nach oben. Wie viel Platz ist denn eigentlich in diesen Storage Containern? Viel. Könnte vielleicht noch mehr von den Dingern machen. Das ist eigentlich das Problem, dass die halt nicht schnell sind. Ja, das, aber ich kann damit leben. So, und dann hier raus und der Schönheit wegen hier rein. So, und so. Intake, Output. Perfekt. Dann sollte das auch nun passen. Dann kommen hier die Platten und hier dann Machinery Parts. Am I right? Ich mach mal die Priority auf die eine Seite. Ist das... Ach so, Moment. Ich muss den halt auch... Ich lass das mal in der Mitte, sorry. Weil das braucht eh 40 pro Minute. Vielleicht doch einen zweiten Ofen dran,
Dann würde ich aber den hier einfach verlängern. Es kommen Platten auch raus. Deshalb, ich lasse es mal so. Und dann machen wir da oben als erstes Empty. Ach, natürlich habe ich überall genau dasselbe vergessen. Na, komm, lass hier rein. Und ich mache zur Vorsorge auch gleich hier hin. Die nehmen alle an. Und hier haben wir auf jeden Fall genug Zeug. Und jetzt wäre es eigentlich ganz cool, einfach mal hier eine größtmögliche Fläche noch dazu mache. Genau. Die Science Packs 1 machte man nämlich aus Machinery und Technum Rods. Technum Rods und Machinery Parts. Turrets sind die so, aber das ist egal. Ach, man kann die von überall öffnen. Kann man die auch von oben? Ja. Könnt ihr auch von oben öffnen. Gut. Dann möchte ich aber viel mehr von den Dingen machen. Ich habe mir ja da noch welche Stibitzen. Bis der Container um voll ist, habe ich halt jetzt keine Möglichkeit, an Technum Rods zu kommen, außer die da rauszuklauen. Nicht. Aber ich habe noch genug eingesteckt. Na gut. Ach, ich könnte unten in den Ofen noch was packen. Okay, dann habe ich das auf jeden Fall mal. Ich möchte nämlich die Research jetzt wieder machen. Aber dazu möchte ich in diese Richtung expandieren. Ja, das habe ich gut gemacht. Geh mal so weit. Ach, soll der Geiz. Ja. Wie weit komme ich? Bis hier hin. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. So, die Science Packs machte man Technum Rods und Machinery Parts. Und dafür brauchen wir einen Assembler. Und den stelle ich hier hin. Ah, ich mache zwei zurück. So. Anders nicht konfigurieren, aber das Pendel woanders hin, damit man hinkommt. So, ich möchte hier Science Packs basteln. Machinery Parts und Technum Rods. So, wie handhabe ich das nun? Gehe ich auf derselben Seite raus wie rein? Ja. Und die hier. Bin gerade am Überlegen, wie ich das mache. Glaube, ich gehe hier. Hier kann man dann durchgehen. Ich brauche mehr davon. Hier so. Hier kann man durchgehen. Kann man ja. Ja, hier kann man schön durchgehen. Das heißt, man könnte hier. Das wäre dumm. Hier so einen Gang machen. Ja. Ein Zweiergang reicht. Ich markiere mir das nochmal. Also ich hätte ja auch einfach höher gehen können. Nicht genug Building Blocks im Inventar. So, und dann müssen wir natürlich auch bei einem Loader wieder runterkommen. Ich habe sowieso keine Belts mehr. Ich habe keine Building Blocks mehr. Ich kann Türen und Dingens bauen. Okay.
Das heißt, ich würde erstmal das sein lassen. Ich wollte eigentlich das hier machen. Und du kommst dann runter. Ich baue ich das hier hin. Stimmt das? Ich glaube ja. Ich mache mir mal eine improvisierte Treppe. Ja, tolle improvisierte Treppe. ich kann ja hier oben auch laufen. Ich würde aber gerne so rum. Könnte jetzt sagen, ja, was bringt das Zwischenlager? Nicht ganz so viel, ein bisschen als Puffer und damit ich auch hingehen kann, was nehmen kann, weil das Ding ist nicht so schnell. So, jetzt komme ich aber hier nicht mehr hoch. Obwohl, doch, könnte sich ausgehen. Let's test. Das sind drei. Drei muss ich hoch. Drei hoch. Nein, ich komme hier nämlich keine drei runter mehr. Okay, schade. Wie viel komme ich denn hier eigentlich hoch? Eins, zwei. Gehen zwei? Ich sehe das nicht. Wir kennen das nicht. Nein. Geht nur eins hoch. Ja, schade, dass man die nicht besser bauen kann. Müsste ich sonst die Fabrik... Ich meine, man müsste ja gar nicht so hoch gehen. Man könnte ja auch einfach... hallo? Da stelle ich mich halt drauf. Das Bauen ist etwas friemelig. Aber das wird gehen. Okay. Das ist jetzt etwas schade. Ich meine, ich könnte das noch nach hinten setzen. Eines. Oder? Ja, mache ich auch gleich. Ich hätte natürlich mit dem anfangen sollen. So, hier muss ein Belt hin und hier. Ab hier kann ich hoch. Beziehungsweise runter in dem Fall. Ich habe gesagt zwei hoch, weil... hier ausfüllen. So. Das heißt, ich komme hier. Hallo? Hör auf. Ach da. Traumfabrik. Hier und hier. Beides Input. Und dann müssen wir hier nur noch Output und hier wieder einstellen, dass ich Science Packs machen möchte. Jetzt kommt natürlich die Frage, hä? Wie mache ich das hier? Ganz einfach, ich komme hier raus und gehe hier unten durch. Ich glaube, das passt ganz gut. Cool. Und du erschaffst nun Science Packs. I like. Sehr cool.
So. Damit haben wir die mal abgedeckt. Die zwei Essence Packs müssen Conveyor Belts und Building Blocks machen, also brauchen auch Technom Rods. Mhm. Okay. Und Machinery Parts. Ich meine, ja, die würde ich hier assemblen lassen. Ein Zweiergang hier. Es war Machinery und Xenoferrit. Mach die mal. So, das heißt, hier ein Input Loader und hier das weg. Dann habe ich hier in dem Fall einen Output Loader. Der geht hier lang und es geht hier lang. Easy. Habe ich schon eingestellt, was ich da hier machen will? Machinery Parts und Techno. Okay. Output. Und dann noch hier den Loader drauf. Und Output. Das heißt, die Conveyors. Dann. Vielleicht mache ich auch einfach hier den Gang. Ah, ich lasse den mal 3 breit. Cool. Dann haben wir die auf jeden Fall. dann brauche ich noch einen Assembler. Kann ich den noch irgendwie machen? Ja. So. Der Assembler. Ich habe keine Machinery Parts mehr. Ich muss das, glaube ich. Darum kümmere ich mich gleich. Ich bin ja noch in der Pre-Phase. Huch, jetzt springe ich wieder runter. Smart, Dolly, smart. Das nächste sind die Building Blocks. Wir brauchen Rods und Xenoferrit. Okay. Xenoferrit kriege ich hin. Die führe ich hier in der Maschine entlang. Gehe irgendwo darunter. Und die Machinery Parts. Machinery Parts, wollen sie nennen. Und die Technom Rods. Ach, ich könnte die beiden zusammen auf ein Fließband führen. Und dann nach oben, weg und dann hier irgendwo drunter. Soll ich das mal probieren? Ja, ich probiere das mal. Was frage ich? Ich frage ins Leere. So. Was passiert? Genau. Dann haben wir hier einen Loader und Loader. Andere Richtung toggeln. Oh, ich hoffe, ich komme da noch ran, um ein Belt zu bauen. Vielleicht habe ich das wieder zu kompakt gebaut. Okay, ich muss den kurz entfernen. Hier und hier. Ich schau mal, ob das überhaupt geht, das auf ein Band zu balancen. Welches nehme ich denn? Links oder rechts? Ich könnte das hier nehmen, da muss ich auch gar nicht hochgehen. Fahre ich einfach hier entlang, oder hier komme ich ja zu den Maschinen hinzu. Und fahre dann quasi hier irgendwo rein. Oder hier, ich weiß nicht. Oder. Ich gehe hier nach oben.
Also noch eins nach oben. Und führe das hier außen lang. Ja, das halte ich für die beste Idee. So. Ja, habe ich wieder gut gemacht. Ich kann nicht durch die grünen Sachen durchlaufen. So, wie sieht das denn dann eigentlich aus? Ich kann es halt auch dann getrennt machen lassen, aber es sieht abwechselnd aus. Das finde ich gut. Ich könnte dann aber auch gleich hier runterkommen, ne? Falsche Maschine. Nein, mir fehlt eines. Hier. Ich habe keine Conveyors. C. Oh, ich kann auch keine quasi mehr machen. 1, 2, 3. So. Und die würde ich jetzt gleich in den As. Eigentlich wäre es smarter, die in den Assembler zu machen. Ich muss einen 5er Abstand halten, falls ich hier die Sachen rausführen will. Was ich irgendwie machen muss. Und das waren dann die Dinge. Ich brauche hier nur einen Intake. Das Schöne. Und ich muss mir jetzt hier ein paar rausklauen. Nämlich alle. Ich hasse es, runterzufallen. Wirklich, ich hasse es. Ich habe mein Aufnahmefenster nicht. So. Damit ich sehe, wie lange ich schon aufnehme. Dass ich die Episode irgendwann beende. Ich könnte leider meinen Gesichtsausdruck nicht sehen. Ich war gerade disappointed in mich selbst, als ich da runtergefallen bin. So, ich möchte doch nur alles zu Ende forschen. So. Habe ich schon eingestellt? Ja. Hier produzieren wir schon Science Packs 1. Das heißt, ich brauche noch einen Assembler. Dafür brauche ich. Ach, ich produziere noch Platten da unten für mich, ne? Ja. Hier. Dann kann ich noch einen Assembler machen. Der aus den zweien Science Packs macht. Den habe ich sau doof hingestellt. Ich hätte hier einen Zweiergang machen. Ja, egal. Okay, dann stelle ich noch einen Assembler hin. Warum habe ich den so hingestellt? Bin ich dumm? Warte mal, ich baue den ab. Ganz kurz. Und baue den nochmal hin. Hier habe ich die gebaut. Ja, perfekt. Hier die. Und die Science Packs werde ich hier lang. Ich will hier raus mit den Dingen. So. Dann nach oben. Bitte nach oben. Okay, dann kann man hier auf jeden Fall durchlaufen. Das heißt, ich müsste hier wieder nach unten. Ach so, Moment.
mach das mal so. Bieg hier ab. Genau. Und komm hier wieder runter. Und dann mache ich hier den Loader hin. Und pack die eigentlich auf so ein Ding wieder zusammen. Ah, ich brauche noch einen Loader, bitte. Ich mache gleich 4. Oh ja, war eh richtig rum. Belt. Das heißt Output. Und du auch Output. Y war es, ne? Ja. Ach komm, ich mach gleich fertig. Ach, hab nicht genug. Verdammt. Ach, die haben noch keine fertige Belt-Animation? Nein. Ja. So, dann 2 Abstand. Und hier werden Science Packs 2 nun hergestellt. Also noch nicht. Erst wenn sie befüllt sind. Rein mit dir und rein mit dir. So. Dann kann ich hier was klauen? Nein. Gut. Dann haben wir mal hier die und hier ins Eck mache ich nun das Science. Kann ich hier außen lang? Oh ja, ich könnte. Ich könnte die hier außen lang führen. Dann komme ich hier raus. Und ich gehe hier mal nach oben. Um. Noch eins, bitte. Ja gut, dann muss ich das alles nochmal ein Stück nach hinten versetzen. Aber das tut ja nichts zur Sache. Das wäre hier. Und hier. Dann kommen wir hier runter. Oder? Nein, 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 nein. Das war dumm. Hier kommen wir nicht runter. Wir gehen jetzt bis hier hin. Das sieht nicht korrekt aus. Was tue ich da? Ich muss 1 hinunter. Das kann ich aber auch hier machen. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. So, reicht das schon von hier? Ich sehe es nicht. Ja. Und bam. Weil dann kann ich hier den Loader machen, den durchziehen. Den dann hier drüber auch durchziehen. Ich mach den mal bis hierhin. Einen Loader bitte noch. Du. Trinkpause. Ich hätte eigentlich noch einen von denen. So ins Äußere. Ich glaube, da entsteht nämlich nicht so viel, dass sich's lohnt. Rote Science Packs und hier noch auf Output schalten. Nice. Und hier kommt dann irgendwo der Server hin. Ich müsste noch einen im Inventar haben. Ja, Research Server. 5. Könnte ich eigentlich hier auf jeden Fall ins Eck packen. Brauche noch einen Loader, bitte.
Ich habe gerade für mich beschlossen, dass das dumm ist. So, ich kann ja einfach zwei Loader anschließen. Ich habe, glaube ich, nicht das Energieproblem im Moment. Research Interface. So. Gut, dann mache ich erstmal alles, was verfügbar ist. Oh Gott, ich muss ja noch Stahl und so machen. Aber die grünen Science Packs gibt es nicht mehr. Also bis wir hier alles fertig haben. Wird die Demo. Also geht die Demo noch? So lange spiele ich noch. Bisschen vielleicht hart gecuttet. So. Was haben wir hier als Problem? Die Rods? Nicht. Das auf einer Lane könnte tatsächlich ein Problem sein. Huch, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich rausnehmen. Weil er packt immer nur 12 rein. Ist halt schlecht. Ich nehme die mal ein bisschen raus. Ja, nein, ich glaube, ich muss das... Das muss ich anders gestalten. Aber soll jetzt erstmal nicht stören. Ja gut. Ich mach den mal hier kurz weg. So, das sollte die äußere Spur werden. Ich hätte den Loader ja gleich lassen können. Genau, eins zu wenig. So, hier. Dann hätte ich noch gern... Output bitte. Ich habe keine Platten mehr. Das ist nun problematisch. Verdammt. Ich kann dir was selber craften, oder? Nein. Nö. Waren da Platten noch drin? Ja, da waren noch Platten drin. Oh mein Gott. Ich bin manchmal nicht so schlau. Ich weiß. So. Dann brauche ich noch einen Loader, bitte. Den mache ich weg. Ich verbinde das direkt. Steuerung F. Hier. Perfekt. Hat geklappt. Und dann hier rüber. So. Dann kommt auf jeden Fall mehr Nachschub von den Platten. Die Machinery Parts brauchen wahrscheinlich nicht so lange. Wenn ich noch eins breiter mache, kann
Kann ich weiterhin runterfallen? Ich kann hier eigentlich wieder schön hoch. Geht sich das aus? Zwei breiter machen? Ich würde gern anständig breit haben. Ja. Okay. Dann. Hoch, falsche Richtung. Bitte nach oben. Hallo? Kannst du? Ja, danke. Können wir noch welche leisten und ganz viele von den Belts noch. Den machen wir gleich weg. Go und es ist manchmal wild. Wird fast damit gehen, dass ich das genauso an der Stelle hinunter mache. Weil ich ja auch hier. Ein Loader kann ich nebenbei noch machen. Dann fehlt mir hier noch eins, drei. Das ist ein Intake. Ich nehme mal nochmal die Rods raus. Hier kommen die Platten raus, ne? Ja. Lass mich hoch. So. Ich fülle mal das, was ich eingesteckt habe, rein. Passt das? Und wir brauchen noch ein paar mehr Platten. Platten sind unser Problem, weil die für drei Produkte gebraucht werden. Deshalb mache ich nochmal. Soll ich zwei Öfen gleich machen? Natürlich stelle ich den daneben. Ich brauche. Ich brauch Zeug. Verdammt. Das ganze Zeug weggetan. Nein. Achso, ich kann ja hier nicht hoch, weil ich zugebaut habe. Ich mache keine blauen Science Packs mehr, weil mir fehlen. Machinery Parts. Okay. Container has been unlocked. Eigentlich gar nicht so gut. Papierplatte. Ich glaube mal. Unangenehm. Ich toggle den mal. Und okay, ich beende die Folge hier an der Stelle. Ich warte das jetzt ab und beginne die nächste Folge, wenn ich ein paar von den Platten habe. Ich habe es mal ein bisschen laufen lassen. Ich take mal die hier raus. So. Was mir so jetzt aufgefallen ist, erstens, ich muss die Loader machen. Zwei. Drei Loader brauche ich. Warum drei? Ganz einfach. Ich brauche hier ja nur eins raus.
Habe ich die zu nah gebaut? Verdammt. Ich nehme hier das da raus. Mach das so. Und so. Die produzieren ja nicht genug, dass ich Output. Das teilt das ja gut auf, dass ich hier auf jeden Fall Zeug rauskriege. Und die Platten nehme ich auf ein Band. Also hier kommt der Loader hin und merge das hier zusammen. Ich glaube, das passt gut. So spare ich mir auch Belts. Wenn ich das so mache, dann brauche ich wieder zwei Loader. Da Loader. Hier. Ich wollte nur noch zu trinken holen. Verdammt. Egal. Und jetzt drücken wir hier Output, Output. Prio darüber. Und hier die Prio darüber. Dann ist hier auf jeden Fall mal der Plattennachschub gut geregelt. Für die Technom Rods könnte ich das auch noch machen. Ich baue einen Splitter. Split hier. Und da habe ich den Ofen hier doof hingestellt. Egal. Ich muss ja nicht wissen, was da drin ist. Aber gleich noch einen Ofen bauen. So, Splitter haben wir schon. Split ich hier. Input Priority rechts. Ja. Ich habe schon wieder keinen Loader gebaut, ne? Zwei Loader brauche ich. Und ich brauche noch so ein Ding. Damit ich die hier zusammenführen kann. So. Einmal hier und einmal hier. So. Und rein mit der Luzi. Und der Loader ist auch fertig. Intake. Zack. Komme ich zwar schwer an dem dran, aber es ist mir völlig egal. So. Aha. Ist noch nicht genug. Aber besser. Besser als vorhin. So. Dann gucken wir mal nach oben. Was geht hier ab? Research sollte abgehen, deshalb ich mach mal Inventory Slots. Ich werde hier, glaube ich, gleich mal volle Kanüle noch anwerfen. Ich habe hier noch genug Outputs. Ich könnte nämlich die eigentlich auch verknüpfen. Oder ich könnte sie aufteilen. Dafür habe ich wieder viel zu eng gebaut, weil ihr kommt hinterher. Oh nein, jetzt kommen die nicht hinterher. Also noch kommen sie hinterher. Aber vielleicht muss ich noch einen Miner bauen. Ihr könnt halt auch nicht schneller. So.
für die nächste Stufe. Eigentlich haben wir das Spiel, also die Demo durch. Ich müsste nur mehr alles erforschen, denn ich kann keine besseren Science Packs dann mehr machen. Und dadurch auch kein Fortschritt mehr eigentlich. Also wird das die letzte Episode werden. Dann sollte ich mich wahrscheinlich darauf beschränken. Unlocks the option to refine or to increase efficiency. Aha. Crusher, kann ich dann Crusher auch? Increases the resource output of mining machineries by 10% per level. Extra items produced to not depleted the vein can be researched repeatedly. This demo miner is not visualized at the drone miner's screen panel or the tablet, but your miners will be able to extract more ore before it depletes. Oh. Ich hab's erst jetzt geschnallt. Das ist kein unendliches Ohr. Das ist endlich. Dachte schon, warum waren da drüben so Lücken? Also hier, die Lücken, aber gibt's hier eine Maximalkapazität vom Ohr? Na gut, dann pfeife ich aber auf Inventory Size. Und mach Progress. Progress heißt Basic Steelmaking. Ach schade, der Fortschritt ist weg. Aber gut, soweit muss ich ja nicht mehr kommen. Das reicht ja völlig. Ich glaube, für mehr wird es auch nicht mehr reichen. Ich habe kein Ziel mehr, außer vielleicht effizienter und das andere Ohr zu entdecken. Fürs andere Ohr muss ich vorher noch Explosives forschen. Okay. Mache ich das noch? Nein. Ich glaube, ich lasse hier mit der Demo sein. Ich werde die Vollversion auch spielen. Ich werde das einfach noch an den letzten Part dranhängen. Also, wenn ihr es seht, seid ihr jetzt im Part 5? Ich glaube, Part 5. Ich kann kurz nachgucken. Ja, Part 5. Ich hänge das dran, die 10 Minuten. Oder das Steam Nexus ist vorbei. Das Spiel erscheint. Steht noch nicht fest. Okay. Aber es wird irgendwann erscheinen. Deshalb auf die Wunschliste setzen und dann mal selbst probieren. Auch mit Freunden. Deshalb vielen Dank fürs Zusehen des Projektes. Damit die Demo, das Demo-Projekt ist abgeschlossen. Und wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Wahrscheinlich auch Puff. Habe ich schon gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Ich? Ja, doch. Egal, ich sag's nochmal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.